Liebe Zuhörerinnen, ich freue mich sehr, Ihnen hier im Rahmen der Veranstaltung Ethology, Claims and Limits of a Lost Discipline, Lecture Series, Podcast, meine Gedanken vorzustellen. Ich möchte mich bei Martin Roussel und Andrea Allerkamp für die Konzipierung dieser Veranstaltung bedanken. Ebenso möchte ich gerne den bisherigen BeiträgerInnen danken, deren Präsentationen ich sehr inspirierend für die Ausarbeitung meines Podcasts fand. Damit beginne ich. Er kann ganze Tage auf der Wiese liegen, man glaubt, er rühre sich nicht, er schlafe, dabei ist er in die Tierbeobachtung versunken. Um ihn herum lagern ein paar Enten, an der Kellertreppe bearbeitet der Kolkrabe lärmend eine verschlossene Kiste. Hinter dem Haus kämpft der Gelbhaubenkakadu mit der Wäscheleine. Die Hunde jagen kläffend durch den Garten. Leben heißt beobachten, sagt Kaltenburg, und man müsse die Gesellschaft der Tiere suchen. Der Protagonist von Marcel Beyers Roman Kaltenburg geht ganz im Tierbeobachten auf. Greift man die beschriebene Szene isoliert auf, so scheint eine idyllische Unschuld in dieser Beobachtungstätigkeit des Verhaltensforschers zu liegen. Im folgenden Podcast werde ich zeigen, inwiefern aus dieser scheinbar unschuldigen Beobachtung erster Ordnung des Tierforschers in Marcel Beyers Roman Kaltenburg eine reflektierte Beobachtung zweiter Ordnung entwickelt wird. Das damit verbundene Formverfahren wird hier literarische Ethologie genannt. Das Vorbild für den fiktiven Kaltenburg des Romans ist einer der bekanntesten Ethologen des 20. Jahrhunderts, Konrad Lorenz. Im Folgenden werde ich kurz auf die Humanethologie und Konrad Lorenz als deren Vertreter eingehen, um die Folie für die literarische Ethologie Marcel Beyers zu skizzieren. Indoktrinierbarkeit. Mein Lehrer Oskar Heinroth, Erznaturforscher und Erzspötter der Geisteswissenschaften, pflegte zu sagen: Was man denkt, ist meistens falsch, aber was man weiß, ist richtig. Dieser erkenntnistheoretisch unbelastete Satz drückt ganz ausgezeichnet den Entwicklungsgang alles menschlichen Wissens, vielleicht allen Wissens überhaupt aus. Zuerst denkt man sich irgendetwas, dann vergleicht man es mit der Erfahrung und mit den weiteren einlaufenden Sinnesdaten, um dann aus Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung auf Richtigkeit oder Unrichtigkeit dessen, was man sich gedacht hat, zu schließen. So beginnt das achte Kapitel von Konrad Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit von 1973. Offenbar positioniert er sich im Streit der Two Cultures auf der Seite der Naturwissenschaften, auf der Seite eines erkenntnistheoretischen Optimismus. Der Glaube an die Macht des naturwissenschaftlichen Denkens ist bei ihm verbunden mit einem Optimismus bezüglich der Erklärungsmacht der Ethologie. Sowohl in meinem Buch über Aggression 1963 wie in öffentlichen Vorträgen 1968-1969 habe ich die Frage diskutiert, worin wahrscheinlich die ethologischen Ursachen des Generationskrieges zu suchen seien. Dem ganzen Erscheinungskreise liegt eine Funktionsstörung des Entwicklungsvorganges zugrunde, der sich beim Menschen in der Pubertätszeit abspielt. Der instinktive Wunsch, für eine gute Sache auch kämpfen zu können, ist für die Objektwahl ausschlaggebend, besonders bei jungen Männern. Diese Zitate zeigen, dass Konrad Lorenz in seinem populärwissenschaftlichen Text einen erkenntnistheoretischen Optimismus vertritt, der aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive äußerst naiv wirkt und in seinem Buch zahlreiche Übertragungen verhaltensbiologischer Erkenntnisse auf menschliche Gesellschaften vornimmt, die nicht nur methodisch fragwürdig, sondern auch politisch äußerst konservativ wirken. Das Kolloquium Human Ethology, Claims and Limits of a New Discipline von 1977 ist der Bezugspunkt für den Namen dieser Podcast-Series, wie Martin Roussel in seiner Einführung ausführt.
Das Kolloquium hatte damals zum Ziel, die Erkenntnisse der Verhaltensforschung zu Tieren auf den Menschen zu übertragen. Wie im Titel dieses Podcasts, Ethology, Claims and Limits of a Lost Discipline, deutlich wird, ist das Projekt der Human Ethology wissenschaftlich randständig geblieben. Die Erforschung der Humanethologie als Subdisziplin der Biologie wird durchaus weiter verfolgt und ist international und in Deutschland auch institutionell verankert. Die aktuelle Ausgabe von Human Ethology lässt mit einem Kommentar, einem Forschungsartikel und 4 Rezensionen allerdings vermuten, dass die Humanethologie auch in der Biologie eher als Randphänomen zu bewerten ist. Für die historischen Wissenschaften jedenfalls hat sich die Humanethologie deswegen als wenig anschlussfähig erwiesen, weil sie unter dem Verdacht steht, mit der Entität des Menschen zu arbeiten und damit die große historische und kulturelle Varianz menschlicher Gesellschaften nicht in den Blick bekommen zu können. Zudem erscheinen Erkenntnisse der Humanethologie oft als reduktionistische Beschreibungsmuster, die unzulässige Analogieschlüsse zwischen Tier- und Menschenverhalten herstellen. Oft werden humanethologische Erklärungsmuster auch als deterministisch abgelehnt. Auf einer Ebene populären Wissens sind allerdings humanethologische Erklärungsschemata nach wie vor beliebt, um die Welt zu beobachten. Konrad Lorenz, der von den Herausgebern des Human Ethology Bandes als Gründervater der Ethologie adressiert wird, ist im kollektiven Bewusstsein dagegen noch sehr präsent. Zahlreiche Fernseh- und Radiosendungen und Zeitungsartikel werden ihm gewidmet, einige Bilder von ihm sind ikonisch geworden und seine populärwissenschaftlichen Werke werden weiter gekauft und immer wieder neu aufgelegt. Gleichzeitig wird seine ambivalente Rolle im Nationalsozialismus und sein problematisches Weitertragen von rassistischen und biologistischen Kategorien in seinen Aussagen und Texten in der Rezeption immer stärker betont. Die Universität Wien entzog ihm posthum den Ehrendoktortitel. Wie Jutta Ditfurth in einem Buch feststellt, erweist sich Konrad Lorenz als potenziell anschlussfähig für die AfD. Lorenz hat der AfD, den Identitären und der Neuen Rechten viel zu bieten. Seltsam, dass sie ihn und seinen Ökorassismus noch nicht für sich entdeckt haben. Und tatsächlich hat der AfD-Abgeordnete André Poggenburg in einer Landtagsrede unter dem Titel »Tiergerechte Schweinehaltung umsetzen, glückliche Schweine erfordern politische Taten« Konrad Lorenz argumentativ herangezogen. Besonders neben dem Aufzeigen globaler Probleme, wie zum Beispiel Naturraumzerstörung und Schadgasproduktion, soll es auch um Vorgänge gehen, die Konrad Lorenz treffend, ich darf zitieren, die bedrohliche Entmenschung des modernen Zivilisationsmenschen von allen Lebendigen nannte. Konrad Lorenz ist also eine heute ideologisch umstrittene Figur. Die Rezeptionsgeschichte der Humanethologie im populären Diskurs wirft eine Vielzahl wissensgeschichtlicher Fragestellungen auf. Deutlich wird anhand von Konrad Lorenz, dass der öffentliche Diskurs über die Wissenschaften an vielen Konzepten von Wissenschaft festgehalten hat, die von der Wissenschaftsgeschichtsschreibung kritisch hinterfragt werden. Im Zentrum der Rezeption steht eine Wissenschaftlerfigur, kein Kollektiv von WissenschaftlerInnen. Das Private, die Person, steht in der öffentlichen Rezeption auf dem Vordergrund. Anekdoten spielen eine wichtige Rolle. Ikonische Bilder prägen das Bewusstsein der ForscherInnen. Figuren werden besonders wahrgenommen, die über ihre fachliche Forschung hinaus für ein breiteres Publikum publiziert haben. Es handelt sich also hier um eine Idee von Wissenschaftlichkeit, die auf der Anschlussfähigkeit an kollektive Narrative basiert. Konrad Lorenz eignet sich besonders gut dazu. Seine Biografie erweist sich hochgradig anschlussfähig für populäre Narrative von Wissenschaftlichkeit. Durch die institutionelle Verankerung seiner Arbeiten im Biologieunterricht
wurde er im kollektiven Bewusstsein präsent gehalten. Seine kontroversen Fortschreibungen von Elementen der nationalsozialistischen Rassenideologie machten ihn darüber hinaus zum Gegenstand der Positionierung und politischen Selbstverortung, wie die Entziehung des Ehrendoktortitels Jutta Ditfurths und André Poggenburgs Positionierungen zeigen. Diese Position zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, ethologischer Forschung und politischer Äußerung, privaten und öffentlichen, macht Lorenz selbst zum Gegenstand der Konstitution von Gesellschaft. Die Positionierungen zu Lorenz erhalten so den Charakter von Quellen zur narrativen Verfasstheit gesellschaftlichen Wissens. Wie häufig bei populärer Wissenschaftlerbiografik lassen sie sich als Dokumente des jeweiligen Wissenschafts- und Weltverständnisses der einzelnen Akteure verstehen. Das eingangs beschriebene Beobachtungsverfahren von Konrad Lorenz lässt sich somit verschieben. Mit der FAZ gesprochen, wie verhielt sich der Verhaltensforscher? Anstatt die ethologischen Ursachen für gesellschaftliche Zusammenhänge zu suchen, kann die Rolle des Ethologen und der Ethologie in der Gesellschaft als Ausgangspunkt für die Beschreibung von Gesellschaft genutzt werden und so auf eine Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung verschoben werden. Genau dieses Verfahren macht Konrad Lorenz' Biografie zum Material von Marcel Beyers Gesellschaftsroman Kaltenburg. Die jüngere Biografieforschung hat die wichtige Rolle narrativer Strukturierungen für die Erzeugung biografischer Ordnung hervorgehoben. Die Wahrheit des Biografischen liegt dann weniger auf der Ebene des faktisch Geschehenen, als vielmehr auf der Tatsache, dass Welt wesentlich durch solche biografischen Erzählmuster wahrgenommen wird. Aus dieser Perspektive hat insbesondere Romanliteratur einen besonderen Stellenwert, denn sie kann, ohne Anspruch auf faktischen, überprüfbaren Wahrheitswert, solche Erzählmuster wiedergeben und variieren und damit einen möglichen Blick auf die Welt insgesamt und auf die eigene Biografie und die Interaktion mit anderen Lebewesen präsentieren. Diese besondere Fähigkeit der Romanliteratur nennt Niklas Luhmann die Beobachtung zweiter Ordnung. Im Unterschied zu einer Beobachtung erster Ordnung, die den Anspruch hat, Phänomene der Welt unmittelbar beschreiben zu können. In diesem Sinne lässt sich Marcel Beyers Kaltenburg als Beobachtung zweiter Ordnung verstehen, indem der Vogelkundler Hermann Funk, Schüler von Ludwig Kaltenburg, als Biograf seiner selbst und Ludwig Kaltenburgs vorgestellt wird, wird er bei seiner Beobachtung der Welt beobachtet. Bereits mit dem ersten Satz ist im Roman die Parallele zu Konrad Lorenz hergestellt. Denn Kaltenburg stirbt wie Konrad Lorenz im Februar 1989. Das wurde auch in den Rezensionen bemerkt. Aber der Roman heißt nun nicht Lorenz, sondern Kaltenburg. Damit ist der fiktionale Charakter des Textes herausgestellt, der allerdings mit einem deutlichen Geschichtsbezug arbeitet. Mit seinen vielfältigen Realitätsbezügen, der Einbeziehung geschichtlich verortbarer Daten, weist er sich als auf die faktuale deutsche Geschichte bezogen aus. Mit dem fiktiven Biografen Hermann Funk präsentiert der Roman eine hergestellte Biografie, die zeigt, wie es gewesen sein könnte. Wie hätte ein Schüler eines renommierten Verhaltensbiologen seine eigene Geschichte und die seines Lehrers verfasst? Die Fragen, die sich die literaturwissenschaftliche Beobachtung ihrerseits hier stellen kann, lauten: Welcher Formverfahren bedient sich die hier vorgestellte literarische Ethologie? Welche Interferenzen gibt es zwischen der Art, wie Hermann Funk die Geschichte seines Lehrers und seine eigene erzählt, mit den ethologischen Wissensbeständen, auf die er zugreift? Wie wird die Ethologie in diesem Roman platziert? Kaltenburg beginnt mit einer Rückschau. Der Protagonist der fiktiven Biografie wird zunächst am Ende seines Lebens eingeführt. Dieser kurze Abschnitt, der das erste Kapitel des Romans bildet, ruft bereits wesentliche Motive auf, die die weitere Erzählung durchziehen.
Der Roman beginnt mit folgendem Satz: Ludwig Kaltenburg wartet bis zu seinem Tod im Februar 1989 auf die Rückkehr der Dohlen. Seinen Besuchern erzählt Kaltenburg zu Beginn dieser Szene davon, wie Kamindohlen in ihre Nester absteigen. Der Vogel springt nach einigen Zögern und Herumlaufen mit dem Schnabel voran in den Eingang der künstlichen Höhle, vollführt eine Drehung, findet mit abgespreizten Flügeln am rauen Kamingemäuer Halt, streckt die Beine aus und stützt sich mit den Krallen ab. Dann geht es vorsichtig, man könnte sagen Schritt für Schritt, hinunter in die Tiefe, 2 Meter oder mehr. Das laute Poltern, Rasseln, Schleifen, Momentaufnahmen dieser viele Male am Tag wiederholten Prozedur vermittelt den Eindruck, die Dohle stürze hilflos aus großer Höhe herab. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jede Bewegung zeugt von überlegtem Vorgehen und äußerster Geschicklichkeit. Die Beschreibung dieser Beschreibung präsentiert Kaltenburg als Ethologen, als Wissenschaftler, als genauen Beobachter. Gleichzeitig werden an dieser Beschreibung die sprachlichen Verfahren der Tierbeobachtung deutlich. Das Verhalten des einzelnen Vogels steht repräsentativ für das Verhalten der Gattung. Die Beschreibungssprache ist notwendig aus dem Bereich menschlichen Verhaltens gewonnen. Das Verhalten der Tiere zu beschreiben, heißt daher auch immer, sie in den Beschreibungsraum menschlichen Verhaltens zu heben. Beobachten ist immer auch interpretieren. Der Eindruck der Hilflosigkeit der Dohlen zum Beispiel wird korrigiert durch die Unterstellung von überlegtem Vorgehen. Der Dohle wird damit eine Intentionalität unterstellt, die Resultat der genauen Kenntnis der Dohlen ist. Vom Menschen ist allerdings zunächst nicht die Rede. Die Erzählperspektive macht aber deutlich, dass es sich hier von Beginn an um eine doppelte Beobachtung handelt. Kaltenburg wird beobachtet, wie er seine Dohlenbeobachtungen ausmalt. Die Parallelität dieser Beobachtungsvorgänge wird akustisch über ein Geräusch verbunden. Mancher der Besucher wird unsicher, ob er tatsächlich die Gummireifen auf dem Parkett hört oder ob er bereits den leisen Ruf einer Dohle vernimmt, die das Reifenquietschen täuschend echt zu imitieren weiß. Kaltenburg neigt den Kopf, als horche er. Die mehrfach markierte Determiniertheit des Anfangs als Exposition, die auch über die poetologischen Prinzipien des Romans Auskunft gibt, legt folgende Interpretation dieser Passage nahe. Die Verwechselbarkeit des Quietschens der Reifen von Kaltenburgs Rollstuhl und des Rufes seiner Dohlen macht beide zu Objekten eines Beobachtungsverhältnisses. Das potenziert die Interpretationsmöglichkeiten. Spricht Kaltenburg im vorangegangenen Zitat nur über Dohlen, die in einen Kamin herabsteigen? Oder werden die Dohlen zu Zeichentieren, zu Metaphern, über die er sein eigenes Gefühl am Ende seines Lebens kodiert? Zudem verhält sich Kaltenburg selbst, als sei er ein Tier. Er neigt den Kopf, um zu horchen. Die Beschreibungssprache des Ethologen wird also hier schon auf eine andere Ebene überführt. Bereits in 1 wird also der Übergang zwischen Tieren und Menschen als Frage der Wahrnehmung präsentiert. Bayers literarische Ethologie stellt damit implizit die Frage nach dem Zusammenhang zwischen ethologischer und literarischer Beobachtung. Ein zweites Element, das in Römisch 1.2 und Römisch 1.3 eingeführt wird, ist Kaltenburgs ethologisches Schreiben. Das Werk Urformen der Angst habe Kaltenburg weltweit bekannt gemacht. Die Beschreibung des Werkes macht deutlich, dass hier die Frage des übergreifenden Zusammenhangs des Verhaltens verschiedener Tierarten und des Menschen thematisiert wird. Diese Frage ist gleichzeitig das Problem in der Rezeption. Anhand von jungen Singvögeln, der Schreckmauser von Turteltauben, Hyänen, Pavianen werden Angstphänomene in der Tierwelt dargestellt. Hier wird offenbar schon die Mensch-Tier-Grenze überschritten.
Der Gesichtsausdruck im allerletzten Lebensausblick, da der Pavian blitzartig erfasst, diesmal wird er dem Angreifer nicht entrinnen, unterscheidet sich laut Kaltenburg in nichts von einem Menschen, der seinem Todfeind rettungslos ausgeliefert ist. In den darauf folgenden Passagen wird die Mensch-Tier-Grenze auch darstellungstechnisch immer mehr überschritten. Die Freundschaft eines jahrelang eingeschlossenen Häftlings mit Krähen, die besondere Klarheit des Blicks in Todesnähe von Tier und Mensch. Am Ende von Kaltenburgs Darstellung steht die Beschreibung einer Gruppe von Menschen und Affen, die sich in der Dresdner Bombennacht zu einer Horde zusammengefunden haben. Ein Schüler habe Kaltenburg beschrieben, wie die Affen sich den Menschen anschließen und die verstreuten Leichname gemeinsam in einer Reihe ins Gras betten. Der Roman beginnt also mit einer unerhörten Begebenheit, einem unerwarteten Solidarisierungsakt von Menschen und Affen in einer Extremsituation. Diese Szene ist am Ende von Urformen der Angst und am Ende des ersten Kapitels des Romans platziert. Sie ist gleichzeitig die Leerstelle im öffentlichen Bewusstsein, an der der Erzähler des Romans eingesetzt wird. Er nämlich ist der Schüler, den Kaltenburg in seinem eigenen Text nur beiläufig erwähnt. Damit lässt sich die Exposition als Prolepse mit einer retrospektiven Funktion verstehen. Schon hier werden mehrere Beobachtungsdimensionen eröffnet. Der Erzähler beobachtet Kaltenburg, Kaltenburg beobachtet die Dohlen, Kaltenburg beobachtet die Menschen, die Öffentlichkeit beobachtet Kaltenburg und die LeserInnen beobachten Hermann Funks Biografie von Kaltenburg. Hermann Funk, der Erzähler des Romans, führt eine Art invertierte Ethologie vor. Die von ethologischen Beobachtungen ausgehenden Selbstdeutungen werden selbst zum möglichen Narrativ. So adoptiert Kaltenburg Gänse und Kaltenburg adoptiert Funk nach dem Tod seiner Eltern. Der elternlose Hermann Funk lässt sich auf Kaltenburg prägen und bleibt ihm verbunden bis in den Tod. Die Übertragung ethologischer Deutungsmuster auf den Menschen wird hier also eine Art zirkuläre Bewegung vorgeführt. Die Hermann Funk zur Verfügung stehenden Beschreibungsmodelle stammen wesentlich aus der von Kaltenburg gelernten Verhaltensbiologie. Daher dienen sie ihm auch häufig zur Selbst- und Fremdbeobachtung. Prominent wird das deutlich am Beginn von Römisch 2,1, wo die eigentliche Geschichte des Erzählers beginnt. Wo bleiben sie, die Regungen eines alten Mannes, die mich doch eigentlich überkommen sollten? Wo bleibt der Anflug einer Hitzewillung? Wo, frage ich mich, die schiere Kopflosigkeit, gepaart mit dem taxierenden Blick? Und wo das greisenhafte Imponiergehabe, das ich in Gegenwart einer Frau an den Tag legen müsste, die kaum halb so alt ist wie ich, aber trotzdem Interesse an mir zeigt, und sei es nur an meinen Worten, wenn wir miteinander reden und ich insgeheim verwundert bin, dass ich an meinem Verhalten keine Anzeichen des lächerlichen Tänzelns, Krächzens oder Plusterns ablesen lassen, nicht die leiseste Spur jenes Balzverhaltens, das ich von einem ergrauten Herrn wie mir erwartet hätte, als ich selbst noch jünger war. Taxierender Blick, Imponiergehabe, Tänzeln, Krächzen, Plustern, Balzverhalten. Die Sprache der Ethologie hat offenbar die Selbstbeobachtung Hermann Funks mitgeprägt. Gleichzeitig wird in dem Auftakt deutlich, dass all die Erwartungen nicht eintreffen. Mitunter sehne ich mich fast danach. Ich wäre einer dieser oft von mir beobachteten Männer, die tun, was man in ihrem Alter von ihnen verlangen kann. In dieser Beobachtung scheint die Grundfrage der Humanethologie auf, nämlich Frage der Generalisierbarkeit erwarteter Handlungen. Die von Hermann Funk oft beobachteten Verhaltensweisen älterer Männer haben ihn dazu geführt, auch von sich selbst als älterer Mann solche Verhaltensweisen zu erwarten. Doch sie bleiben aus. Auch an vielen anderen Stellen wird deutlich,
wie Funks Weltmodell durch die Sprache der Ethologie mitkonstituiert wird. In der retrospektiven Beschreibung des entscheidenden Treffens zwischen Kaltenburg und seinem Vater, in dem es zum Bruch der beiden Professoren kommt, heißt es: Zwei Männer, so hätte es auf einen Außenstehenden wirken können, die einander im Gewächshaus zunächst vorsichtig umtänzeln, als sei nicht klar, ob hier eine Freundschaft geschlossen wird oder ob Vorbereitungen zu einem Kampf getroffen werden. Die Diskussion der beiden Männer wird also mit dem Begriff des Umtänzelns erneut in der Sprache der Verhaltensbiologie beschrieben. Hermann Funks retrospektive Beobachtung ist vielfach durch die Sprache der Ethologie geformt. Aber der Roman ist durchzogen von Momenten, an denen die Grenzen der Beschreibung deutlich werden. Immer wieder durchkreuzt die Erinnerungsarbeit die exakten Beobachtungen. Hermann Funks Biografie wird als Produkt einer Erinnerungsarbeit vorgeführt, die selbst nicht den privilegierten, sondern nur den subjektiven Zugriff auf Vergangenheit hat. Das gilt zum Beispiel für die Urszene, in der ein Vogel in ein Zimmer mit Hermann gerät und sich dort dessen panische Angst auch auf den Vogel überträgt. In der Erinnerung nimmt der Vogel nach und nach die Form eines Mauerseglers an. Auch wenn der Ornithologe in mir sagt, ein Mauersegler wird niemals durch eine offene Tür ins Haus fliegen, wird sich, bei seiner Fluggeschwindigkeit, den Kopf an einer Wand einschlagen und kann, falls er tatsächlich überleben sollte, sich keinesfalls wieder vom Boden lösen, um in den Vorhängen zu verschwinden. Diese Urszene formt sich dennoch zur Gewissheit, dass es sich um einen Mauersegler gehandelt habe und führt damit gleichzeitig zum Erkenntnisdrang Funks. Hermann Funk denkt, er müsse den Mauersegler, dieses Wesen, nur mit aller mir zur Verfügung stehenden Macht ergründen, um zu verstehen, wieso sein Kindermädchen damals so niedergeschlagen war. Hermann Funks Drang zur Wissenschaft wird so gerade über seinen anthropologischen Erkenntnisdrang motiviert. Seine Beschäftigung mit den Vögeln ist eng mit seiner Beschäftigung mit den Menschen verwoben. Die literarische Ethologie des Romans bewegt sich ständig an dieser Grenze der Überschreitung von Beobachtungen. Elemente des Nichtwissens, der Unsicherheiten und der Hybridisierung machen deutlich, dass die verwissenschaftlichte Vereindeutigung, die die Verhaltensbiologie leistet und als Wissenschaft leisten muss, in der literarischen Ethologie aufgebrochen wird. Dieses Verfahren ließe sich möglicherweise auch mit dem Begriff der Zerstreuung in Zusammenhang bringen, den Martin Russell in seiner Einleitung zu dieser Podcast-Series ins Spiel gebracht hat. Die in der Eingangsszene beschriebene Wende zum Menschen in Kaltenburgs Urformen der Angst wird im weiteren Verlauf der Handlung über Kaltenburgs Erfahrungen in Russland motiviert. Kaltenburg erinnert sich daran, wie er in einem russischen Militärkrankenhaus unter Stalins Blick Patienten behandelte. In Funks Erinnerung ist der Abend, an dem Kaltenburg nach dem Besuch bei der Familie von Funks Verlobten von dieser Erfahrung erzählt, der Ausgangspunkt für dessen Wende zur Humanethologie. Katharina Fischer bemerkt dazu: Er sprach bis weit in die Nacht von seinem Verhältnis zu einem Menschen, als widme er sich einem Tier. Funk ist sich mit seiner Verlobten einig, dass dieser Abend der Anstoß zur Perspektivverschiebung gewesen sei, der Kaltenburg dazu bringt, sich, Zitat, einem neuen Beobachtungsfeld zuzuwenden. Nach und nach sollte sich Kaltenburg einem neuen Beobachtungsfeld zuwenden. Unsere clandestine Runde im Haus der Hagemanns hatte ihn bereits mit dem ersten Beispielfall seiner anstehenden Untersuchungen zusammengebracht, ja, die beiden hatten einander mehrere Stunden lang gegenübergesessen. Nur zeigte dieses zukünftige Studienobjekt zum Leidwesen des Professors vorerst kein Interesse daran, sich unter seine Beobachtung zu begeben. Die Übertragbarkeit auf den Menschen ist es immer wieder, an der sich die Konflikte im Roman entzünden. Kaltenburgs Vorwurf an Funks Vater, dass es schädlich für dessen Sohn sei, einen kranken Vogel im Haus zu haben, zum Beispiel, Kaltenburgs Urformen der Angst, wie ich zu Beginn ausgeführt habe, an diesen Momenten wird gerade die Übertragung vom Tier auf den Menschen kritisiert.
Mit Kaltenburgs Wende zum Menschen ist gleichzeitig auch die Verschiebung der Deutungshierarchien im Roman verbunden. War Kaltenburg bisher unangefochtene Autorität in seinem Feld der Ethologie, so wird ihm nun Clara, die Verlobte Hermann Funks, entgegengesetzt. Mit ihr wird zugleich die Überlegenheit der Erkenntnisleistung der Literatur gegenüber der Erkenntnisleistung der Ethologie ins Feld geführt. Denn Marcel Beyers Roman ist nicht nur literarische Ethologie in dem bisher aufgeführten Sinne, dass die Biografie eines Ethologen erzählt wird und die ethologische Sprache literarisch genutzt wird. Der Roman selbst erzählt von der Doppelung von Literatur und Ethologie als Ausgangspunkten für die Beobachtung des Menschen. Mehrere Indizien im Text legen dabei nahe, dass insgesamt hier die Literatur als privilegiertes Erkenntnismedium erscheint, wenn es um das Feld der sozialen oder historischen Anthropologie geht. Er muss auf Anhieb begriffen haben, diese kaum 20-Jährige war ihm um einiges voraus. Sie betrieb das Menschenstudium mit der größten Selbstverständlichkeit, und zwar bereits in einem Alter, als er sich noch ganz auf seine Dohlen, auf seine Enten und Kleinsäuger konzentriert hatte. Mit Hermann Funks Verlobten wird die Figur in den Roman eingeführt, die einen anderen Weg zur Beobachtung der Menschen gefunden hat, die Literatur. Dafür steht Claras intensive Proust-Lektüre. Hermann Funk dagegen vermeidet die Lektüre der Suche nach der verlorenen Zeit konsequent. Die Literatur überlässt er ganz Clara. Für sie dagegen ist der Proust, der immer in Großbuchstaben geschrieben wird, die wesentliche Quelle zur Erfassung von Welt. Prousts Programm der literarischen Beobachtung entspricht ihrem Talent zum Menschenstudium. Indem darauf hingewiesen wird, dass Clara, anders als Hermann, die düsteren Vorgänge der Deportationen in ihrer Jugend beobachtet hat, während Hermann immer nur seine Vögel sah, erscheint der ethologische Blick des Romans auch als Blick einer Verdrängung. Kaltenburg flüchtet sich immer wieder vor dem Politischen in die Welt der Tierbeobachtung und Hermanns Blick ist so stark auf die Vögel fixiert, dass er die politische Gewalt um ihn herum ignoriert. Wie die Szene zeigt, in der Hermanns Vater mit Kaltenburg bricht, ist für lange Zeit die politische Dimension der biologischen Ansichten Kaltenburgs auch dessen blinder Fleck, nämlich die Übertragbarkeit auf sozialdarwinistische Modelle und die durchscheinende Rassenideologie. Indem Kaltenburg als jemand präsentiert wird, der keinen guten Umgang mit seiner Schuld im Dritten Reich gefunden hat und diese bis zum Ende seines Lebens herunterspielt, während Clara über Proust einen hellsichtigen Blick für die politischen Verhältnisse gewonnen hat, wird hier die Literatur gegen die Ethologie ausgespielt. Der Roman führt also vor, wie die Ethologie als Beobachtungswissenschaft und die Ethologen als Tierbeobachter durch die literarische Beobachtung selbst zum Objekt der Beobachtung werden. Dieses Verfahren markiert damit gleichzeitig einen blinden Fleck der Ethologie, den die Literatur sichtbar machen kann. Denn wie die anfängliche Beschreibung Kaltenburgs zeigt, bergen die Verhaltensbeschreibungen der Tiere immer schon ein eminent metaphorisches und damit literarisches Potenzial. Kaltenburg selbst betont, dass Leben Beobachtung sei, und trotzdem lehnt er die Kunst Martin Spenglers, der in seinen Kunstwerken die Restriktion der Beobachtung überschreitet, ab. Damit verkennt Kaltenburg, dass auch er selbst metaphorische Akte vollzieht, wenn er den Menschen analog zu seinen Tierbeobachtungen beschreibt. Hermann Funk, dessen wissenschaftliche Bedeutung auf dem Feld der Ethologie eher epigonal und bescheiden zu werten ist, wird dagegen als Erzähler vorgestellt, der in seinem Schreiben die Zeichenpotenziale der Tierbeobachtungen als literarisches Verfahren nutzt. Seine ostentative Distanz von der Literatur, sein Nicht-Anrühren des Proust, läuft parallel zu seiner Begabung für Zeichengebungsverfahren für das metaphorische Potenzial der Ethologie. In Römisch 6,5 kreuzen sich die beiden Weltmodelle von Hermann und Clara, die inzwischen seine Frau geworden ist.
Sie sitzen gemeinsam am Küchentisch. Sie liest Proust, er liest ethologische Texte. Ja, es war mitunter, als kreuzten sich in unserer Küche die Wege verwandter Menschen und Figuren, die gleichwohl nichts voneinander, geschweige denn von ihrer Zugehörigkeit zur selben Familie wussten. Es wäre denkbar, dass sich im Laufe der Jahre einzelne jener die inneren Räume bevölkerten Wesen trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und Natur begegnet sind. Die Machart von Funks Erinnerungen erscheint in dieser Szene kondensiert. Die Zeichen lösen sich von den Dingen und dienen dazu, Gemeinsamkeiten herzustellen. Diese Gemeinsamkeiten sind idiosynkratisch und individuell. Sie haben keine wissenschaftliche Aussagekraft mehr. So könnte der kleine Goldspatz, dem Clara in ihrem Kurs begegnet, zur selben Zeit auftauchen, als sich der Erzähler mit dem Kanarienvogel beschäftigt. Oder die Eichelhaarfedern auf dem Kopf von Marcel führen Funk dazu, Clara von den verschiedenen Unterarten des Eichelhaars zu erzählen. Monsieur Moreau aus dem Roman wird mit dem Ornithologen Reginald E. Moreau eng geführt. In der Szene kulminieren solche Zusammenhänge in dem gemeinsamen Besuch der präparierten Seeadler im Naturhistorischen Museum in Wien. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Erinnerungen des Paares. Ludwig Kaltenburg hatte Hermann Funk immer versprochen, diese Adler miteinander zu besuchen. Und plötzlich zeigt sich, dass der mit diesen Vögeln verbundene Kronprinz Rudolf, der über Kaltenburg biografische Relevanz für Funk erlangt hat, auch zweimal in der Suche nach der verlorenen Zeit erwähnt wird. Hermann Funk wird als ein Erzähler präsentiert, der selbst keinen Zugang zur Literatur hat, in seinen Erzählverfahren aber typische Techniken literarischer Zeichengebung verfolgt, indem er Dinge über ihren Namen miteinander verbindet, verborgene Bedeutungszusammenhänge stiftet. So erscheinen diese Techniken als Sinngebungsverfahren zur Erschließung seiner Lebenszusammenhänge. Als Hermann Funk und Katharina Fischer sich verabschieden, äußert die Dolmetscherin den Entschluss, jetzt die Suche nach der verlorenen Zeit lesen zu wollen, die sie immer wieder auch an die Gespräche mit Hermann Funk erinnern würde. Der Abschluss der Geschichte hat so zum Privileg der Literatur geführt. So gesehen ist auch Kaltenburg ein Text über eine Lost Discipline. Die Ethologie wird zum Exempel der schuldhaften Verstrickung von Biologie und Rassenethologie im 20. Jahrhundert. Kaltenburgs Beschäftigung mit den Tieren erscheint auch als Flucht vor politischer Verantwortung. Er wird differenziert in seinem Lavieren beschrieben, mit dem er versucht, dem Politischen auszuweichen, um sich seiner Tierforschung zu widmen. Er ist jemand, der Andeutungen einer Meinung zum Ausdruck gibt, aber nicht ganz ausführt, um Konflikte zu vermeiden. Als Zoologe weiß ich aber immerhin, es führt kein Weg in einmal überwundene Verhältnisse zurück. Er hätte Darwin in den Blick genommen, von schweren Kämpfen und vom Sieg über die Konterrevolution gesprochen. Er hätte an den Dresdner Zoologen Adolf Bernhard Meyer erinnert, einen glühenden Verfechter der Vererbungslehre, und wäre am Ende mit solchen Formulierungen wie historische Notwendigkeit und nicht von ungefähr und hier an diesen Ort zu seinem eigenen Fachgebiet zurückgekehrt, ohne sich den Mund verbrannt zu haben. Hermanns Funk-Plädoyer für Individualität dagegen verweist auf dessen Wende zur literarischen Biografik. Trotzdem habe ich von der Vorstellung nie ganz gelassen, man müsse jeden einzelnen Vogel persönlich kennenlernen, wenn man etwas über die Eigenart des jeweiligen Tieres in Erfahrung bringen will. Ich fasse hier noch einmal kurz die Elemente von der literarischen Ethologie Funks zusammen. Kaltenburg wurde hier als ein Roman der Beobachtung zweiter Ordnung gelesen. An die Stelle der Beobachtungen der Ethologie tritt die Beobachtung der Ethologie. Der potenzielle Bedeutungsüberschuss
und die Übertragbarkeit ethologischer Beobachtungen aufs menschliche Leben wird bereits in der Exposition als literarische Technik vorgeführt. Die Figur der Clara dient dazu, der Menschenkunde Kaltenburgs die Menschenkunde der Literatur gegenüberzustellen. Durch die Beobachtungen Claras wird deutlich, dass die Literatur und ihre Beobachtungsverfahren besser dazu geeignet sind, die Handlungen der Menschen zu erfassen, als die Ethologie. Insofern ist die hier vorgeführte literarische Ethologie ebenfalls die Perspektive auf die Humanethologie als Lost Discipline. Als Schüler des großen Verhaltensbiologen Kaltenburg entwickelt der Erzähler aber sein eigenes Schreibverfahren, in dem die Tierbeobachtungen im Moment der Deutung seiner eigenen Biografie führen. Kaltenburg führt somit vor, wie die Ethologie ihres Protagonisten zu den verschiedensten Zeichengebungsprozessen und Übertragungen hinleitet. Einerseits werden das Leben von Konrad Lorenz und dessen Tierbeobachtungen zum Material für den Roman. Andererseits wird das Wechselverhältnis ethologischer Beobachtungen und literarischer Menschenkunde zum Formverfahren des Textes gemacht. Insofern ist die Literarisierung des Lebens des berühmtesten Verhaltensforschers des 20. Jahrhunderts im doppelten Sinne literarischer Ethologie, inhaltlich und als Formverfahren. Während Kaltenburg wissenschaftlich realisiert hat, hat Hermann Funk mit seiner Wende zur Literatur, so wird suggeriert, das Schweigen und die blinden Flecken des Wissenschaftlers überwunden. Dort, wo die Erinnerung versagt oder ungenau ist, findet bei ihm kein bloßes Schweigen oder Verdrängen oder Lavieren statt. Vielmehr findet er gerade in den Tierbeobachtungen diejenigen Zeichen, die ihm ermöglichen, eine Sprache auch für die dunklen Kapitel von Kaltenburgs und seines eigenen Lebens zu finden. In diesem Sinne endet der Roman. Mit trägem Flügelschlag bewegt sich eine einzelne Krähe durch das leichte Flockentreiben. Sie kommen aus Sibirien, aus dem Uralgebiet, dem Baltikum und sie werden sich mit der herannahenden Kälte auch dieses Jahr im Elbtal sammeln. Aber hunderte Saatkrähen werden gemeinsam mit den Rabenkrähen, Nebelkrähen, Dohlen riesige Vogelwolken bilden, die über uns pulsieren, an den Rändern ausfransen und sich erneut zu schwarzen Flecken zusammenziehen. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und freue mich innerhalb unseres Ethologiekreises auf die Diskussion meiner Thesen.